15 Jahre Freiwilligenagentur. Was hat sich denn in diesen 15 Jahren getan? Wie hat sich die Freiwilligenagentur entwickelt? Ja, aus kleinen Anfängen heraus ist sie eigentlich ganz gut gewachsen, die Freiwilligenagentur. Wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 120 Mitglieder und viele, viele Freiwillige, die für uns tätig sind. Aber die Hauptaufgabe der Freiwilligenagentur ist ja eigentlich, Freiwillige zu werben, für das Ehrenamt Werbung zu machen und die dann an geeignete Einsatzstellen weiterzureichen. Das sind meistens Einsatzstellen außerhalb der Freiwilligenagentur, zum Beispiel von Caritas oder Diakonischem Werk oder Hollerhaus oder wie alle diese Einrichtungen heißen. Sie machen ja auch verschiedene Projekte. Vielleicht können Sie da kurz berichten, was sind das für Projekte? Wir haben verschiedene Projekte, sehr erfolgreich sind unsere Projekte am Klinikum, der Begrüßungsdienst am Klinikum vor allen Dingen, wo dann die Patienten, die einbestellt werden, von uns in Empfang genommen werden und betreut werden. Und ein ganz wichtiges Projekt ist ja das Jobpatenprojekt, wo wir Mittelschüler, die entsprechenden Bedarf haben, in einer 1-zu-1-Betreuung von erfahrenen Leuten aus der Wirtschaft betreuen lassen. Und das ist eine sehr wichtige Geschichte für die, die Schwierigkeiten haben, sich entsprechend bei Einstellungsgesprächen oder auch schon bei den Bewerbungen richtig darzustellen. Thema Mitglieder und Sponsoren. Da haben wir natürlich Bedarf, denn die Freiwilligenagentur ist finanziell momentan nicht sehr gut aufgestellt. Wir könnten ein bisschen mehr finanzielle Mittel brauchen, um uns noch weiter engagieren zu können, noch mehr engagieren zu können. Und darum würden wir uns freuen, wenn wir auch neue Mitglieder bekommen und vielleicht auch einen oder anderen Sponsor, der auf unsere Anfragen antwortet.